Der Fahrer wird gesucht. Ja, Bulldog-Fahrer. Der Bulldog-Fahrer, genau. Ja. Moje. Moje. Wie? Moje. Alles gut? Klaus, alles klar? Alles klar. Ja, jetzt wartet er nur noch auf den Bulldog-Fahrer. Bulldog-Fahrer, ja. Ja. Lass mal Laune kennen. Ja. Ihr seid Laune mental soweit, alles klar? Nee, hoch. Dass er das hinterher wird, dass es schon das ist. Ja, ja. Wichtig ist, ihr seid hoch motiviert, das ist das Allerwichtigste. Ja, ja, wir werden es packen. Ja. Schönes Wetter haben wir hier. Ja, klar. Der Film ist besonders auf Rudis Ruh hingewiesen worden. Hast du den schon gesehen? Rudis Ruh? Ja. Ah ja, wir waren die letzte Woche schon da. Ja. Sind wir da vorbei? Das ist die erste Feuerung. Ja, ganz hinten. Wo ist denn das Baumhaus? Da kommen wir an. Da war mal ein Baumhaus. Ja. Die Kinder haben da mal. Ach so, und deshalb sagt ihr da immer noch Baumhaus. Baumhaus. Ja, wie lange ist das schon her? Ach, 200 Jahre. Ja, ja. Mit dem Fahrer, der du. Moin, Adolf. Moin. Oh, Adolf. Was macht der da mit dem Mischkabel? Ein Fluren auf der Dieter. Ja. War der noch nicht da? Nein, no, nein. No. No. Warte ich auf der Dieter. Ich hab noch niemand Zeit. Hat noch uns auch nicht. Ich hab das rote Auto stehen sehen. Ja. Ich wollte ein paar Zeit kommen schon. Oder gestern zum Auto so. Ah ja. Spar mal hin. Nein. Ich hab schon nicht. Hey, der ist auch froh, wenn er mal mit. Es gibt allerhand Zeug noch, gell? Da haben wir hinten auch. Da haben wir vorne. Quart. Hätte er hinten hochgekommen. Da mache ich schon Feier. Da haben wir nicht mehr so. Ja, Altwärts. Und wieder. Wenn es jetzt regnet. Lade, du geh mal her. Lade, du kommst schon hingelegt. Ja, ja, ja. Ist ja heute alle ohne mich heute. Guck, der sagt,
Der ist ganz der. Nur das Ohr, Bruder. Ah, ja. Der Kurt, der nimmt das alles auf. Der dritte Advent, Klaus Neb macht den ersten Schnitt. Und das Ganze 2016. Die Lade muss mal weg, so, wenn der Oberfleisch der Armstelle ist. Den hier. Das ist nicht mehr zu, das war doch genug, oder? Das war doch lang genug. Das müsste lange. Das ist mal so schräg. So. Jetzt. Ja. Genau so. Hä? Dass man was verarbeitet oder nicht steckt, gell? Ja, das ist die Arbeit, wenn man das machen will. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ja, und vor allen Dingen die Menge, die danach zusammenkommen, hat ich gerade zum Otto gesagt. Ja. Man geht ja schneiden, dass die junge Triebe kommen und dass dicke Äpfel kommen. Das ist aber beide die Blutzähne. Ja, das stimmt. Warte, das ist auf jeden Fall da. Mit der Motorsäge da oben. Ja. Das ist nicht so schwer. Der Baum, der ist mindestens 100 Jahre alt. Ja. Das ist ein Zappagoi. Ja, wir schneiden jetzt nicht mehr so viel. Jo. Also hier, das ist ein Ast. Ja.
Das sieht man hier am Helle, das ist ein einjähriger. Ja. Da ist es zweijähriger. Ja. Und zwei, drei und vierjähriges Fruchtholz. Ja. Das sieht man hier an der Knospe. Hier ist eine Knospe für einen Apfel. Ja. Wo noch? Da ist auch, hier, das ist eine richtige Blütenknospe. Mhm. Da hängt ein Apfel drauf. Da sieht man es richtig, das ist ein einjähriger Trieb hier. Ja. Das jetzt? Das ist ein richtiger Fruchtholzast. Ja. Sieht man hier die spitzen Triebe. Ja. Das sind alles Blüten. Ja. Da können bis zu drei, vier Äpfel drauf hängen, also eine Blüte. Boah, Wahnsinn. Ja. Das ist halt ein junger Trieb. Zweijähriger Trieb und da hängen die besten Äpfel dran. Ja. Immer am jungen Holz, da muss man aufs junge Holz schneiden. Ja. Dass da die schönen Äpfel drauf hängen. Dass der Baum immer im junges Holz hat. Da müssen die alten, vierjährigen, fünfjährigen alle weg eigentlich. Mhm. Warum? Die am 4. Dezember schneiden, stellst ins Wasser, Blieson Weihnachten. Ja. Können wir mitgehen? Barbara-Tag. Ja, am 4. Dezember. Ja, das macht man meistens schneiden. Mit Kirsche. Und dann blüht, ja, Kirsche, kannst Äpfel, alles nehmen. Ja, und die blüht direkt dann an Weihnachten. Die blühen dann an Weihnachten, ja. Die Blumen da draußen, überall. Ja. Die, wenn du die ins Wasser stellst. Halt auf, Flug alle Handmaterial, gell? Apfel ist drauf, jawohl. Das gibt einen sogenannten Bratapfel, gell? Ein Bratapfel? Ja. Der wird auf der Rudis Rube der Gessener her. Ah ja. Gut. Thank you.
Mann, ob der da schon ganz schön Ding zusammengeschoben hat, mein lieber Freund. Ja, das gibt halt viel Ast. Ja, ja, ja. Ast müssen halt weg, dass neues Holz kommt, dass es Äpfel gibt. Ja. Ja, das ist nicht zu glauben. Ich bin mit dem Otto die letzte Woche da gewesen. Du hast schon gesehen, es gibt einiges, aber jetzt, alter Freund. Hallo Nancy, guten Morgen. So wird Feuer hochgesteckt, ne? Und ihr seid jetzt seit 3 Wochen da am Bergler? 3 Wochen, 4 Wochen. 4 Wochen sogar? 4 Wochen. Haben wir jetzt so geschnitten von vorne bis hinten. Vorne. Halt, mach wieder Feuer. Ah ja, das ist hier, dass der weggeht. Der weggeht, ja. Der spitzt da. Das heißt, das Feuer hier hat auch einen Sinn. Da wird da der Bellekopter ja gleichzeitig mit verbrannt. Ja. So, Männer, ich mach mal los. Ich bin nachher wieder da. Klaus, du rufst mich auch, gell? Ja, gut, ich ruf dich an. Alles klar, dann macht's gut, gell? Alles klar, bis hier. Alles klar, jo. Alles klar. Gute. Hallo, Gute. Hi, Gute, Servus. Abnahme. Ich mache jetzt die Abnahme, ja. Ja, also bis vorne bist du zufrieden? Ja, sehr gut alles bis jetzt. Sehr gut, alles klar. Schauen wir es jetzt hinten an und dann gucken wir. Ja, ich sehe ja später noch einmal dann drüben in der Obstanlage, gell? Ja, okay. Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Ja, Gute, tschüss. Tschüss, mach's gut. Das der letzte Haufen an, bislang noch nicht. Die wollen später dann, glaube ich, ja, oder? Ja, ja, ja. Der wird gegessen. Ja, ja. Davor gibt's nichts. Nee, erst wird die, erst die Frohen. Erst die Arbeit. Genau. Oh. Hallo. Nochmal. Nochmal. Ja, Rudi, junger Kerl. Was du mit der Ohr reingemacht auf den Kappel? Hier muss ich den Rest verkräftig stecken, hä? Ah ja. Gut, hä? Auf. Ah. Jetzt, wo der Holz drauf wird, wir waschen ihn. Komm, komm, komm. Ja, was macht der denn eigentlich? Ach, dem geht so gut. Hast du ihn mal mitgenommen daher? Ah ja, das hat er doch keine Lust an. Wohin der Dampfschlitz? Nee, nee, ihn duckst. Duckst. Oder Holz, ja. Der Satz war hier ist er wie hier, gell? Ich wollte es bis 35. Die Gattin von Otto Neb bewirtet. Ja. Euren gesegneten Appetit. Nein. Ich sage einen gesegneten Appetit wünsche ich euch. Danke. Ja, danke. Ihr wart fleißig, seid sehr zufrieden, was ihr müsst schaffen. Der Dieter mit dem Bulldog, der hat einmal freie Arbeit gemacht. Ja. Und der so auch. Ralf? Ja. Komm rein. Ja. Ja, das ist alles fett. Ja. Dieter, brauchst du noch was? Nein, no, no, alles, alles. So ein Kummen ist 20 Senf. Aber ich wollte mich auch beim Otto, meinem Horst, auch noch bedanken, warum? Dass die Beine so vorbildlich geschlitten seien. Oh, oh ja, das. Ja, ja. Ich muss ja mal abwarten, ob es was gibt. Otto, ja. Wie lange schneidest du jetzt schon die Beine da? 40 Uhr. Also, das ist quasi jetzt Jubiläum sozusagen da. Genau. Gewesen, Dieter. Darum machen wir das. Ja, Dieter. Ja. Das wäre das Letzte gewesen, dass wir da Beine nicht mitschneiden. Das wird alles gemacht. Ja. Ich meine, die Natur und die Buben machen wir die Helfe Ebel ablesen, ne? Nicht schwer. Die Helfe Ebel lesen. Unser Kummer hat diese Art.
Vielleicht, ja, was? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was du mit der Sonnheit mit mir? Ja. Vielleicht. Wie ist einer kennt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Der Helmut kommt auch noch eben. Der Helmut. Ja, der Riesige. Ja, den kann ich. Der hat auch beim Opel. Jawohl, der hat beim Schaffen AG. Ja, guck da mal, wie das Schaffen so ist. Ja. Ja. Das ist über ein Samsung-Verein. Mhm. Ja, der Rohrm. Der Rohrm, der wohnt jetzt in Ohrhausen. Ja, das sehe ich. Und mein Neffe auch. Der Bauern haben die auf der gewohnt. Ach, das konnte ich nicht sagen. Aber ich werde Bauern drüber. Ja. Weißt du, wo der Bäcker Witzel? Oder ja, 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 ja. Der Raus, Rinke. Raus, Raus. Raus, und der sei ja. Den Blauen und Apfelsaft. Ja. Der ist noch drin drauf, Apfelsaft. Nein. Guck mal, ein bisschen Brot bitte. Brot, ja. Warte. Gib mal das Kärtchen da her. Was willst du denn? Also wir haben einen Wallingen schönen Tag. Eh? Ja. So ein Tag immer da. Alles so ein Tag. Er hat heute aufgestehen und hast gesehen, das kann ein schöner Tag sein. Ja, ja, ja. Was das so ein schöner Sonnenuntergang gibt. So. Wunderbar. Heute noch gar nicht. Achtung, Achtung, was hast du denn da? Das ist ja. Ich hab mir eine schlimme Fläche. Und sonst? Alles klar. Aber kannst du mal hinter uns lassen? Nein, da steht. Ja. 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 Ja, hier war ich vorne auch schon 20 Frank Kauf. Will ich noch was trinken? Ah, sonst kann ich das nichts trinken. Die fahren da mit dem Privatauto hinten hoch. Alles wegen Überhunger. Hier gehört Feier in der Form. Die haben gesagt, was geht hier unser Mann? Ich hätte da kann halt nicht. Gut, das ist ja. Ja, ja. Guck mal, bei Jola hat es gelaufen, wenn sie hier gefunden waren, weißt du, wo man sie jetzt gefunden hat. Wer hat das gesehen? Weil wir ein paar getrunken waren, ich muss da noch. Du, ja, ich war da nicht.